nicht jeder. Aber wo kann man das nachschlagen eigentlich? Das kann man eigentlich auch im Internet googeln. Da gibt es Seiten, E-Nummern. Das kann man wunderbar. Wahrscheinlich wichtig. Ein Beispiel sind auch diese Fleischsorten. Ich verlasse mich darauf, so wie es aussieht, sollte es auch eigentlich schmecken. Ein großer Irrtum. Klebefleisch hat in jüngster Zeit für viel Verwirrung, Hinsehen, Hinhören und Kopfschütteln gesorgt. Hier nochmal die Zusammenfassung. Köstlich, appetitlich, frisch. Das saftige Steak, ein wahrer Genuss für Fleischliebhaber. Aber ist ein Filet, ein Steak, wirklich immer aus einem Stück? Oder ist es zusammengesetzt aus vielen kleinen Fleischstücken, aus Resten? Geklebtes Frischfleisch, das ist längst möglich. Wir fliegen nach Frankreich, dürfen bei dem japanischen Unternehmen Ajinomoto drehen, das Transglutaminase herstellt, den Stoff, der aus Fleischresten ein saftiges Steak macht. Mit der Transglutaminase kann man auf der einen Seite Texturen verbessern und auf der anderen Seite Fleischstücke miteinander verbinden, das heißt Proteine miteinander vernetzen. Das ist Transglutaminase, ein unscheinbares weißes Pulver mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wir zeigen zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, was die Lebensmittelindustrie wohl gerne verbergen möchte. Wie aus Fleischresten mit etwas Pulver und nach kurzer Zeit ein Steak wird wie frisch aus der Metzgerei. Von Fleischresten optisch keine Spur. Das Muskelfleisch ist wieder zusammengewachsen, ganz legal. Denn der Einsatz von Transglutaminase ist nicht verboten. Wie viel von diesem geklebten Fleisch kommt in Deutschland in den Handel? Wir fragen nach beim BLL, dem Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Von geklebtem Fleisch will man hier nichts wissen. Wenn es gemacht würde, auch dann müsste es gekennzeichnet sein. Dann müsste der Verbraucher informiert werden, dass er ein Steak bekommt. Ein Produkt, was aussieht wie ein Steak, aber was aus kleineren Stücken zusammengefügt ist. Soviel ich weiß, wird das nicht gemacht derzeit. Soviel ich weiß. Er müsste nur ins Internet schauen. Hier bieten Großhändler für die Gastronomie das Enzym an. Sie werben damit, dass man aus Abschnitten und Kleinstücken ein ganzes Stück in beliebiger Form wiederherstellen kann. Wir rufen mehrere Unternehmen an, die Transglutaminase anbieten, geben vor, einen Metzgereibetrieb zu führen. Zunächst wollen wir wissen, ob das Enzym tatsächlich für frisches Fleisch verwendet wird und erhalten eine klare Antwort. Wir verkaufen es ja an die Gastronomie, also wir verkaufen es viel an die Gastronomie. Im weiteren Gespräch erklärt man uns, wie und was mit der Transglutaminase geklebt wird. Zum Beispiel weiß ich von einem, der hat jetzt eine Bio-Hähnchenbrust und eine Perlhuhnbrust. So, und das fügt er zusammen. Mit der Enzymwassermischung kann man also aus kleinen Stücken vom Rind wieder ein Ganzes formen. Oder billige Hühnerbrust mit einer edleren Perlhuhnbrust zusammenkleben. Alles mit dem Enzym. Mit Folie in die jeweilige Form gebracht, kommt das Ganze für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Fertig ist die Mogelpackung. Ein profitabler Betrug. Merkt der Kunde den Unterschied? Wir testen geklebtes Rindfleisch und die falsche Perlhuhnbrust in einer Fußgängerzone. Was denken Sie denn? Was sieht denn so aus wie zusammengesetzt? Wir haben hier... Ja, dieses hier, denke ich, sieht so aus wie zusammengesetzt. Ja. Und das hier, denken Sie, ist in Ordnung? Ja, aber das ist sicher ein Trugschluss. Natürlich, dieses ist markiert als zusammengesetztes Fleisch. Und dieses? Der müsste eigentlich in Ordnung sein, oder der? Das hier? Falsch, auch zusammengeklebt. Ach, guck mal an, wirklich, diese Kleberei. Bei den Rind und Schwein würde ich tendenziell sagen, erkennt man es nicht so leicht, weil es einfach insgesamt mehr Sehnen hat und ein bisschen fettiger ist es. Der Konsument hat keine Chance, denn eine Kennzeichnungspflicht für das Enzym gibt es nicht. Bei der Organisation Foodwatch, die sich für Verbraucherinteressen einsetzt, ist man entsetzt. Der Einsatz solcher Enzyme, die mit deren Hilfe einzelne Fleischstücke zusammengeklebt werden, um den Anschein gewachsenen Muskelfleisches zu erzielen, also den Anschein zu erzielen, es handele sich um echte Edelstücke, ist nichts anderes als Verbrauchertäuschung. Die Tatsache, dass es keine Kennzeichnungsvorschriften gibt, zeigt, wie wenig Interessen der Gesetzgeber oder auch die entsprechenden Regierungen daran haben, dass die Verbraucher nicht in die Irre geführt werden. Darüber wollen wir mit der Ministerin für Verbraucherschutz sprechen. Doch ein Interview vor der Kamera lehnt man ab. Kein Interview. Also nehmen wir das Versprechen auf der ministeriumseigenen Homepage. Da sichert Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner zu. Alle Lebensmittel in Deutschland müssen so gekennzeichnet sein, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. Doch genau das
ist nicht der Fall. Das Verbraucherministerium ist die Exekutive dieser Republik. Das heißt, es ist dafür verantwortlich, durchzusetzen, dass Gesetze eingehalten werden und wo entsprechende Rechtslücken vorhanden sind, das Mögliche zu tun, um diese Rechtslücken zu schließen im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher. Frau Aigner ist nach unserer Kenntnis bislang überhaupt nicht aktiv geworden, um diese flächendeckende Täuschung mit Hilfe von solchen Klebemitteln den Verbrauchern angebliche Edelstücke unterzujubeln, zu bekämpfen. Ein Pulver, das aus Resten ein Stück Fleisch macht. Eine Lebensmittelindustrie, die sich ahnungslos zeigt. Eine Verbraucherschutzministerin, die sich dazu überhaupt nicht äußert. Das ist keine gute Bilanz, wenn man sich das anschaut. Nathalie Quagliata, nochmal zum Schluss. Wenn man gar nicht mehr so richtig vertrauen kann und ihm das ja auch nicht ansieht, welche Möglichkeiten hat der Verbraucher dann tatsächlich überhaupt noch? Der Metzger des Vertrauens oder was ist die letzte Chance? Ja, tatsächlich. Also ich würde wirklich sagen, man muss sich Personen schaffen, wo man beruhigt einkaufen kann. Vielleicht den Bauern nebenan oder Bekannte fragen, die wiederum Vertrauen haben. Einen Metzger aufsuchen, wo man wirklich sicher ist, dass man so etwas nicht bekommt. Also ich finde das eine Unglaublichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das zollt auch nicht dem Respekt dem Tier gegenüber, wenn man plötzlich anfängt, Stücke zusammenzukleben. Und also dem Verbraucher bleibt wirklich nur noch, und das ist auch der Appell daran, Augen auf und genau hinschauen. Respekt dem Verbraucher gegenüber kann man da auch nicht so richtig erkennen. Nein, leider nicht.